Hatten wir heute mal ein Video zu Arch Linux. Was ihr hier seht, ist streng genommen nicht das Arch Linux, sondern meine Version von Arch Linux. Denn mit Arch Linux kann man sich sein Linux-System so zusammenbauen, wie man es selber gerade braucht. Ich hier zum Beispiel muss ja ein Video aufnehmen und habe mir das so eingerichtet, dass ich ein GNOME Desktop habe und ähnliches, dass ich ein CairoDoc habe und so weiter und so fort. Ihr könnt jetzt aber nicht einfach eine CD runterladen und meinen, ihr hättet dann so einen Desktop. Nein, den muss man sich dann selber basteln und zwar von ganz unten. Ganz, ganz unten. Gut, wer sich also ein Arch Linux basteln will, hier Arch Linux Kernel 3.2.2-1 unter GNOME 3, der sollte am besten erstmal ins Internet gehen und viel lesen, bevor ihr euch überhaupt irgendwie anstrengt und da was runterladet und in den PC reinsteckt. Erstmal Arch Linux eingeben bei eurer Suchmaschine. Und hier zum Beispiel archlinux.de. Willkommen bei Arch Linux. Da seht ihr schon mal, worum es so überhaupt so geht. Da gibt es einen Wiki und Download. Gut, Download. Jetzt habe ich gesagt, eigentlich braucht es erstmal nicht downloaden, aber gut. Installation. Welche Version wollt ihr denn? Core, diese, jene, welche? Könnt ihr euch aussuchen. Dann gibt es natürlich Arch Linux auch nochmal quasi die englische Version davon. Da war ich, glaube ich, zuerst, bin da auf Download gegangen und da sah das ein bisschen anders aus. Und ich habe mir das Core Package downloadet und konnte dann das Ganze erstmal auf eine CD bringen. Bevor ich das aber runtergeladen habe, hier übrigens, ich habe die Dual-Architektur gewählt, Download, damit ich sowohl für eine 64-Bit als auch eine 32-Bit-CPU alle Pakete schon mal da habe, zumindest die Kernpakete, die habe ich mir runtergeladen. Bevor ich überhaupt das mal installiert habe, ich habe mir das zwar auf eine CD gebrannt, habe ich mich erstmal umgeschaut, ja. Habe ich mich umgeschaut, wie gesagt, unter Google geschaut. Da gibt's einen Wikipedia-Beitrag. Wikipedia. Nicht Wiki das, sondern Arch Linux Wikipedia. Was ist das überhaupt? Habe ich mir erstmal durchgelesen. Das wäre erstmal wichtig, dass ihr mal wisst, wo ihr euch das einsortieren könnt, worum es da geht und worauf ihr euch da einlasst. Das habe ich mir als erstes mal so durchgelesen. Dann war ich auf YouTube und habe mir diverse Videos erstmal zu Arch Linux angesehen. Installationsvideos. Und dann wusste ich schon mal ungefähr, wo der Hammer hängt. So, als nächstes habe ich dann gesagt, ich mache jetzt kein Video in der virtuellen Maschine, wo ich dann zeige, wie man es installiert. Erstens wäre das sehr, sehr langwierig geworden. Zweitens gibt es ein sehr, sehr gutes Wiki. Arch Linux. Und schließlich sollt ihr ja euer eigenes Linux zusammenbasteln. Und in diesem Wiki gibt's dann die Anleitung für Einsteiger. Ja, und die Schritt für 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 Schritt mal machen. Teil 1 Installation des Grundsystems und so weiter. Das ist eine sehr, sehr lange, aufwendige Prozedur, ist aber notwendig, um erstmal zu verstehen, um erstmal zu installieren, um das System einzurichten, weil dieses System funktioniert zum Beispiel ganz anders als Ubuntu. Ich habe heute Morgen, das war so gegen 8 Uhr angefangen, jetzt ist es kurz nach 3, bis ich meinen Desktop so hatte, wie ich den jetzt habe. Das sollte euch ungefähr eine Vorstellung geben. Gut, die eigentliche Installation des Grundsystems und so weiter ist nicht der Akt, das ist in einer halben Stunde erledigt. Wenn man denn weiß, was man will und tut. Aber dann habe ich mich relativ lange aufgehalten, zum Beispiel mit meiner Nvidia-Grafikkarte. Da gab es dann teilweise widersprüchliche Dinge, aber dann kann man auch wieder suchen bei Google.
zum Beispiel, ne? Gehen mal auf Google, dort kann man dann suchen, Arch Linux Nvidia, und dann sucht man mit diesem Wiki und kommt dann wieder auf neue Sachen und kann dort wieder was lernen. Und letztendlich habe ich dann das hier installiert. Das ging auch erst und dann musste ich wieder meine Xorg-Config editieren, wie auch immer. Gut, irgendwann hatte ich dann mal einen Desktop. Gut, ich hatte mich dann während der Installation, das steht auch im Wiki, dann irgendwann für einen GNOME-Desktop entschieden. Und dann wollte ich wissen, geht das mit dem Cairo-Dock? Ne? Mit dem Cairo-Dock geht auch. Dann trifft man zwangsmäßig auf AUR. A-U-R. Das sind quasi Skripte von Usern erstellt, mit denen man dann sein System weiter aufbauen kann. Wie gesagt, das Ganze ist hier für Experten gedacht, die mal wirklich ein Linux-System von Null auf aufbauen wollen. So eine Datei zum Beispiel heißt dann Package Build, sieht dann so aus, kann man sich irgendwo runterladen. Und dann muss man noch gewisse Abhängigkeiten beachten für dieses Package-Build. Hat man das installiert, ja, diese Abhängigkeiten installiert, gewisse Programme nachinstalliert, kann man das Package bilden, bekommt solche Dateien und die kann man dann wieder installieren. Da gibt es dann unterschiedliche Dinge, die man eingeben muss. Was man hier immer braucht, ist der Pacman. Pacman, der Paketmanager. Da wird man häufig das hier brauchen, Pacman-S. Damit lädt man dann etwas herunter aus den offiziellen Paketquellen, die man auch bei der Installation vorher angeben muss. Wo möchte man denn runterladen? Möchte man aus Servern in der Nähe etwas herunterladen oder nicht zum Beispiel? Wir könnten hier zum Beispiel mal versuchen, etwas zu laden. Es gibt hier, wie gesagt, kein Software Center wie bei Ubuntu. Man macht es dann über den Paketmanager. Es gibt ja auch kein Synaptic. Pacman minus großes S. Dann meinetwegen grell m. Ja. Dann sehe ich, da brauche ich Root-Rechte. Sudo. Gut. Dass Sudo überhaupt geht, muss man im Übrigen auch einrichten. Das steht aber auch im Wiki. Weil man erstmal nur als Root unterwegs ist. Man muss dann Gruppenrechte einrichten und so weiter. Was darf denn der Benutzer überhaupt? Ist er überhaupt ein Sudoer? Was darf der machen? Worauf darf der zugreifen? Darf der aufs Dateisystem zugreifen und ähnliches? Und hat man das gemacht, kann man auf diese Weise ruckzuck mal eben ein weiteres Paket installieren. Das geht deutlich schneller als mit dem Software Center. Finde ich gut. Gut. Das ist jetzt ein Weg, zum Beispiel mal ein Paket aus den Paketquellen zu installieren. Gibt es aber dieses Paket dann zum Beispiel nicht, dann kommt dieses AUR zum Tragen. Ja, zum Beispiel, wenn ich dann mal hier mein Cairo-Dock installieren wollte, habe ich gesucht, Arch Linux Cairo-Dock. So, und hier landen wir bei diesem AUR. Dort finden wir dann diese Textdateien. Die habe ich mir dann kopiert. Kopiert, habe mir die in eine Datei geschrieben, wie ich gerade gezeigt habe. Zum Beispiel habe ich einen Ordner angelegt, Test 1, habe diese Datei erstellt. Jetzt muss ich, nachdem diese Datei hier reinkopiert ist, erstmal in diesen Ordner rein. Wem das jetzt schon zu viel ist, der macht's vielleicht auch besser nicht. Test. So, da ist dann erstmal nur diese Package-Build drin, was eigentlich nur die Textdatei ist, die man irgendwo im Internet gefunden hat, auf diesem AUR. Ja. Und dann make pkg make package. Dann findet dieses Programm make package, dieses Package-Build. Erstellt den Rest der Dateien. Dann ist man noch nicht fertig. Muss dann sudo pacman
minus U in diesem Fall, weil ich hier quasi nicht aus den offiziellen Paketquellen etwas installiere, sondern direkt von meiner Festplatte. Und dort suche ich dann die Datei, die erstellt worden ist, die irgendwie mit PKG hier steht. Ja. Cairo minus doc minus 2 und so weiter. Wie gesagt, da wähle ich dann die Datei, die ein Package ist. Und dann drücke ich Enter und dann wird die installiert von der lokalen Festplatte. Gut, dann funktioniert das teilweise nicht. Dann stellt man fest, das kann nicht erstellt werden oder das Bild kann nicht erstellt werden, weil gewisse Abhängigkeiten nicht erfüllt sind. Zum Beispiel ist Cairo nicht installiert oder dies oder jenes. Dann geht man wieder zurück und macht mit sudo pacman-s und dann das Paket, das man installieren will, in dem Fall zum Beispiel Cairo, das installiert man sich dann wieder und so weiter, dann hat man das wieder installiert, dann probiert man das wieder mit make pkg zu einem Package zu kompilieren, ist das kompiliert, dann wieder sudo pacman-u und der Name der entsprechenden Datei, die das pkg drin hat. Also das ist ein Hin und Her. Jedenfalls hat man dann, wenn man Glück hat, irgendwann zum Beispiel das Cairo-Doc aus diesem Aur installiert. Das Ganze, seht ihr, ist etwas komplizierter, ist aber höchst interessant. Es macht hinterher Spaß, wenn es denn funktioniert hat, zu sagen, guck mal, ich habe mir mein eigenes Linux zusammengebaut. Hat man diese Startschwierigkeiten überwunden? Wie gesagt, zu allem gibt es irgendwo mal eine Beschreibung. Man muss da jetzt nicht wirklich Angst vor haben. Man sucht, wie gesagt, dann Arch Linux und dann das, wonach man sucht. Zum Beispiel, was weiß ich, User. Und dann bekommt man sofort ein Wiki. Da wird das beschrieben, wie man das Ganze dann einrichtet und macht und tut. Da gibt es dann auch Terminal-Befehle. Man arbeitet dann hauptsächlich im Terminal und kann das System nach und nach einrichten. Am Anfang zum Beispiel wird man viel in einer Datei, die im Dateisystem ist, unter etc mit dem Namen rc.conf arbeiten. Ich die jetzt mal wieder hier finde. Wie gesagt, das macht ihr dann normalerweise im Terminal. rc.conf, dort macht ihr Einstellungen für das Grundsystem, dass euer System zum Beispiel überhaupt ins Internet kommt. Bei mir zum Beispiel musste ich einstellen, dass meine Ethernet-Karte ET1 ist und nicht ET0 per DHCP und ähnliches. Dann kriegt man noch viele Hinweise in den Wikis, wie man sein System auf Deutsch einstellt. Standardmäßig ist das auf Englisch. Das zieht sich dann durch auch bei den Keyboard-Treibern und ähnliches. Dann wird man irgendwann mal das X-System installieren müssen. Dort gibt es da eine entsprechende init-Datei, die man einstellen muss. Init.rc in diesem Fall. Und dort kann man dann einstellen, ob man zum Beispiel eine GNOME-Session starten will oder nicht. Oder nur das X-Term, wie auch immer, das kommt dann wieder drauf an, was man vorher angewählt hat, ob man einen GNOME-Desktop überhaupt will, oder vielleicht ein KDE oder XFCE, oder will man einfach nur in einem X-Term landen. Das alles gibt's dann neu zu lernen, sehr interessant. Bekommt dann letztendlich ein System, wie zum Beispiel dieses, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, installiert man sich die entsprechenden Pakete halt nicht. Auf die gleiche Art und Weise mit dem Pacman installiert man sich dann weitere Programme, bis man alles hat, was man zu brauchen meint. Dann wird man auch auf kleinere Probleme stoßen, um zum Beispiel USB-Sticks einzuhängen. Sucht man wieder, wie geht es mit den USB-Sticks? Wie ändere ich meine FSTUB-Datei korrekt um, dass meine Laufwerke gemountet werden? Hin und vorn zurück. Ist
Und hier wurde ich von den Arch Linux Benutzern gebeten, mal zu bewerten. Ist für Experten hochinteressant. Ist, wenn man es installiert hat und auch nur die Pakete installiert hat, die man wirklich will und braucht, sehr, sehr fix, sehr, sehr schnell. Also es wundert mich, eigentlich wundert es mich nicht, denn es ist ja nur das drin, was ich wirklich haben will. Ich muss natürlich unheimlich viel Zeit reinstecken, bis es so ist. Aber wenn es dann fertig ist und ich ein paar Stunden Zeit reingesteckt habe und alle Programme laufen, die ich brauche, dann ist es auf jeden Fall besser und schneller als ein, ich sag mal, ein vergleichbares Ubuntu-System. Im Gegensatz zu Debian, das ich nicht empfehlen konnte, kann ich dieses System empfehlen, aber für fortgeschrittene User. Ja, also wer jetzt Schwierigkeiten zum Beispiel hat, im Terminal zu arbeiten oder nicht weiß, was Nano ist oder was Grub ist, was ein Bootloader ist und ähnliches, was die Datei fstub für eine Funktion hat. Gut, das kann man alles nachlesen. Ist dann aber für einen Anfänger viel zu viel. Das hier ist dann für Experten gedacht oder fortgeschrittene User, die ein bisschen mehr wollen, die vielleicht ihr eigenes System zusammenbasteln wollen. Die vielleicht sagen, Ubuntu mit seinem Unity, das gefällt mir nicht, ich baue mir mein eigenes System zusammen. Und wer da ein bisschen enthusiastisch ist, ein bisschen Experimentierfreude mitbringt, der kann sich sowas basteln. Jetzt gebe ich noch einen Tipp, wie ich das gemacht habe. Erstmal habe ich meine Festplatte ausgebaut. Ich hatte noch eine zweite. Ich wollte, wie gesagt, das nicht in einer virtuellen Maschine machen, sondern hier direkt in einem echten System. Dadurch konnten mir schon mal keine Daten flöten gehen. Ich wollte das aber tatsächlich auf meiner echten Maschine testen. Zweitens habe ich einen zweiten PC, meinen Laptop, die ganze Zeit neben mir stehen gehabt, mit einer Internetverbindung, sodass ich mit dem Firefox-Webbrowser immer nachschauen konnte in diesen diversen Wikis. Das geht natürlich nicht während der Installation, wenn ihr euer eigenes System gerade umstellt. Euch werden dann zwangsmäßig Dinge fehlen. Ihr müsst in die Wikis rein und habt ein System, wo ihr nur in einem Terminal arbeitet. Das funktioniert nicht. Ich habe dann einen Laptop daneben gestellt und habt immer in den Wikis gebrowst. Und warum geht es nicht? Dann war ich mal auf der Nvidia Homepage wegen meinen Grafikkarten-Dings. Dann habe ich wieder gesucht bei Google. Hab mich informiert, was ist das mit dem Aure? Und da gibt's noch verschiedenste andere Dinge. Zum Beispiel, ich glaube mit Y wird das geschrieben, gibt's noch anderen Paketenmanager. Ich glaube Jaure. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Jedenfalls gibt es viele, viele interessante Sachen dort. Kann sich, wie gesagt, sein Linux-System selber zusammenbasteln, wie man es braucht. Hat dann auch ein höchst aktuelles Kernel und so weiter. Kann das alles machen. Auch die Installation mit dem Pacman ist verblüffend schnell und einfach. Die Paketquellen sind okay. Man findet die Standardprogramme sofort. Ich hatte sofort mein PDV oder Cadian Live oder Firefox zum Beispiel, der nicht als Standardbrowser eingestellt war, konnte ich rucki-zucki alles installieren. Rekord mein Desktop, womit ich gerade aufnehme, ist hier auch alles schon mit drin gewesen. Wunderbar. Gut, also wie gesagt, ich bin ja gebeten worden, mal ein Statement abzugeben. Ich finde das Ding gut. Würde ich auf jeden Fall lieber nehmen als Debian. Als Alternative zu Ubuntu auf jeden Fall für fortgeschrittene User, die sehr viel Zeit, Geduld haben und auch Erfahrung haben, zu empfehlen. Nicht zu empfehlen für Anfänger, die ihr erstes Linux-System gerade mal installieren wollen und wollen direkt auf so einen Desktop. Das wird nicht funktionieren. Selbst mit den Wikis nicht. Die scheitern an Terminal-Befehlen. Man muss sich auch viel selbst helfen können. Wie mein Onkel immer sagte, Junge, du kannst so blöd sein, wie du willst. Du musst ja nur zu helfen wissen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.